in Stadt Hyrule angekommen, Leute. Willkommen zurück. Heute ist der große Tag, wo unser Held mal Lokführer wird. Ja, kaum zu fassen, aber ja, der Held, der Link, ne? Er ist mal nicht irgendwie ein Bauer oder irgendwie ein Schafhirte oder sowas. Nein, er ist Lokführer in Ausbildung. Richtig cool. Und heute, Zelda wird uns die Ehre erweisen und... Oh, ein Brief! Hm? Oh mein Gott. Hallo, wie geht es dir? Du kommst uns auch ganz schön bekannt vor aus Phantom Hourglass. Bloß diesmal ohne Flügel, sondern mit Eisenbahnflair. Oh Mann. Ich bin hier, um deine Post zuzustellen. Jawohl, der Postbote lebt für die Eilpost. Und dein Name ist, da habe ich ihn doch. Ja, du bist Marcel, richtig? Ich bin sicher, dass ich schon mal bald Post für dich haben werde. Ach ja, es gibt neue Richtlinien zum Schutz des Postgeheimnisses. Das heißt, Briefe werden nicht mehr vorgelesen, sondern nur ausgeliefert. Nicht mehr vorgelesen. Genau. Wisst ihr, da haben wir uns im Phantom Hourglass so drüber lustig gemacht, dass er einfach die Briefe vorliest. Bitte sehr. Yeah! Du hast einen Brief vom Briefträger erhalten. Sieh ihn dir gleich mal in deiner Sammlung an. Gut, ich habe die Post bei dir abgeliefert. Meine Arbeit ist hier getan. Mal sieht sich. Oh, ich muss doch gar nicht mehr unterzeichnen. Tschüss. So, was haben wir denn? Wer schreibt uns denn? Oh, zack. Hm? Ah. Neues Fenster. Postmeister. Ah, wieder so Begrüßungsinfo-Quatsch. An Marcel. Ab heute gilt unser neues Postsystem. Wenn du diesen Brief liest, hat mein Postbote seine Arbeit gemacht. Sei nett zu meinem Postboten, er ist ein guter Junge. Wenn es etwas Neues gibt, melde ich mich. Der Postmeister. Verdammt, wer ist der Postmeister? Okay, also. Werden wir mal ganz ruhig. Neue Leute wollen wir ja auch kennenlernen. Aber ich gehe jetzt erstmal nochmal so in die Häuser rein. Bum, bum, um mit allem zu quatschen, der hier so wohnt. Okay, hier wohnt erstmal keiner. Und ich hoffe, Leute, die Bildaufteilung ist wieder in Ordnung. Ich habe mich jetzt einfach wieder an halt, ja, wie halt schon damals Phantom Hourglass orientiert. Das ging ja eigentlich ganz gut. Auch wenn wir hier auch wieder denn, sagen wir mal, bei, wie ihr auch gerade schon im ersten Part gesehen habt, bei Cutscenes oder so, oder bei Bossfights und da auch, werden wir es wieder so haben, dass manchmal beide Bildschirme eigentlich übereinander sein müssten. Aber es hat ja auch super geklappt beim letzten Mal, also war es ja gar nicht. Das ist schon okay, so denke ich mal, hoffentlich. Weißt du vielleicht, wo mein Mann ist? Er macht sich Sorgen um diese jetzt angeblich verschwindenden Schienen. Deswegen lässt er die Arbeit liegen und sieht im Bahnhof nach dem Rechten. Wo sind hier Rechte? Wie sollen die Schienen denn verschwinden? Die sind doch schon seit Jahrhunderten von Jahren hier. Mein Mann sieht nach den Rechten. Die machen schon wieder so eine Demo. Die schreien so einen Müll rum wie Deutschland den Deutschen und so Quatsch. Wo ist denn der Mann? Oh mein Gott. Was geht hier ab, Mann? So, was haben wir hier unten? Ist oder ein Haus? Oh, das sieht aber krass aus. Gruselig. Hm? Die Piratenfrau aus Phantom Hourglass? Das hier ist kein Ort für Knirpse wie dich. Ab nach Hause mit dir. Ey. Oh. Nur weil sie so eine übergroße Frau ist, wisst ihr, sind wir gleich der Knirps, schon klar. So. Dann haben wir hier noch ein Häuschen. Noch zwei, um genau zu sein. Hier und auch kein. Ey, das ist ein schöner Fisch als Bild. Ja, ein bisschen zu großes Bild für meinen Geschmack, aber. Okay. Oh, was haben wir hier? Das sieht aus wie ein Laden. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Oh, dann gleich mal rein. Gleich mal ein paar E-Shop-Punkte holen. Hä? Oh. Hallo? Ein Kunde, willkommen in meinem bescheidenen Laden. Ich habe hier die verschiedensten Waren, also sieh dich um. Oh, guck mal, was hat er denn da? Berühre einfach den Artikel, den du kaufen möchtest. Ein Schild! Ein Schild, trage ihn, um Attacken abzuwehren. 80 Rubies! Der Schild sieht irgendwie cool aus. Ein bisschen anderes Modell als noch zu Wind Waker-Zeiten, war. Und was ist das hier? Glückspostkarten. Schick sie in der Post und gewinne etwas. 100 Rubine. Nee, das machen wir auch alles später. Und das unten, die beiden Perlenketten oder die beiden Ketten an sich, das sind ja, ne? Das sind normale Schätze. So, ein rotes Elixier. Frisch 6 Herzen auf 100 Rubine. Alter, du bist viel zu teuer. Noch, für den Anfang. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss mal. Oh, der, irgendwas. Hat er das gesehen? Hat er das gesehen, Leute? Guck mal. Gerade so spontan aufgefallen, der hat hier eine Tingle-Figur. Was hat er noch für Figuren? Ist ein bisschen alles schwer zu erkennen, aber nicht nur für euch jetzt, wegen der Auflösung, ist auch für mich so ein bisschen. Ich achte immer darauf, dass die Auflösung so originalgetreu ist, wie es geht. Und das ist eigentlich auch, und deswegen sehe ich ja auch kaum was. Okay, hier ist ein Schiff, das hier ist ein Globus, das hier ist so eine Uhr, hier ist ein Totempfahl, nicht ein Saxophon, ein Horn. Und da ist ein Grammophon noch dahinter. Ja, kann man so ein bisschen erkennen. Okay. Was geht? Ja, aber ich sehe gerade, dass ich auf meiner Karte noch Punkte habe. Die gehören da nicht hin. So. Okay, gehen wir erstmal zum Schloss, ne? Hier können wir ja noch nicht viel machen, auch wenn es hier einiges zu tun gibt. Wow, Schloss Hyrule. Alter, wie seht ihr denn aus? Hallo. Hey,
Hey Bürschchen, weißt du nicht, dass hier das Schloss Highwool ist, Mann? Du kannst nicht einfach, du hast ja nichts zu suchen, verschwinde. Was? Du sollst heute zum Lokführer ernannt werden? Ja. Ach ja, heute ist ja der Tag der Zeremonie, dass ein Knirps wie du Lokführer werden kann. Die Zeiten ändern sich. Also gut, du darfst passieren. Bestürzt. Ah, ich will nur ein bisschen gucken hier. Hier liegen Steine rum, sorgfältig nebeneinander gelegt. Ich glaube, hier ist aber nichts weiter, oder? Das sieht ja alles so... Boah, ich esse einfach die komischen Bäume. Okay. Ah, die Karte scheint auch nirgendwo hinzuführen, aber vielleicht liegen ja irgendwo Rubine oder so. Aber probably not. Wird Link eigentlich auch schlecht, wenn ich zu oft rolle? Ja, okay, gut. Gut, dass wir das auch wissen. Nicht zu oft hin und her rollen. So, ich hau einfach mal ab. So, Erdgeschoss. Warte, was ist denn los? Ich wurde doch schon durchgelassen. Lass mich doch. Dein Gang, den Gang runter ist das Audienzzimmer von Prinzessin Zelda. Nur geladene Gäste haben Zutritt. Für dich heißt das. Verzieh dich, Mann! Oh mein Gott. Was ist hier für ein Aufruhr? Oh, Herr Minister, ich entschuldige mich für diese Störung. Dieser Bursche behauptet, eine Audienz bei der Prinzessin zu haben. Heute werden die neuen Lokführer ernannt. Aber du bist ja noch ein Kind. Überall verschwinden die Schienen und unsere Prinzessin. Sie besteht darauf, diese überholte Zeremonie abzuhalten. Also gut, wir müssen dich zu deiner Zeremonie bringen. Komm schon mit. Steh nicht so rum, mach Platz. Jawohl, Minister, Sir. Warum haben Sie zwei Hüter auf, Sir? Oh Gott. So, hier sind aber noch mehrere Gänge. Wartet mal, ich will mal gucken. Das ist alles so neugierig. Herzenbeug erstmal. Was so? Oh, ein Sternsplitter. Der ist wunderschön. Warte, wir können uns mal die Schätze mal angucken in der Sammlung. Wo sind die hier genau? Zack. So. Oh, hier gibt es aber viele, ey. Hier wird es viele geben. Haben wir hier einen Sternsplitter. Der ist 50 Rubine wert. 50 Rubine und 50 Rubine. Na, erstmal kriegen wir natürlich. Man kann drüber streiten, ob das ein echter Schatz ist. Ja, genau. Kriegen erstmal natürlich nur den billigen Stuff. Den easy to find. Also leicht zu finden. Oh, okay, wir kommen ja noch gar nicht durch. Wie sieht er denn aus? Du sahst voll Link-Kostüm an. Halt, was wird das denn? Ihr ganz nicht weiter. Wie, warum ich anders aussehe als die anderen Wachen? Also ich bin noch Rekrut, deswegen die andere Uniform. Aber irgendwann werde ich die Uniform einer richtigen Wache tragen. Ja, Leute, und zwar ist das hier so, dass das eigentliche Link-Outfit mit der allseits bekannten grünen Farbe und der grünen Schlappmütze, das ist hier ganz einfach die Rekruten-Uniform. Geil. So, okay. Oh, da ist Tetra! Ist klar. Oh! Ey, der hat doch gleich gefunkt, oder? Was meint ihr, Mann? Ah! Du hebst deinen Kopf ohne Erlaubnis? Hast du denn gar keine Manieren? Ich bitte euch, seid nicht so streng. Du bist also der neue Lokführer? Verrätst du bitte deinen Namen? Marcel! Marcel, das ist ein schöner Name. Nun, Marcel, du... Was? Prinzessin, bitte keine unnötigen Worte. Bringt nur schnell die Zeremonie zu Ende. Wer war denn das? Oder war das der Minister? Ach ja, es war der Minister. In Ordnung, Minister. Oh Gott, wer sind Sie denn, ey? Danke, Albert. Bisschen schneller, Albert. Also, Marcel, ich ernenne dich hiermit zum Lokführer. Diene diesem Land und seinen Bürgern mit Fleiß und wackest dir ja nicht zu streiken. Oh yeah! Du hast dein Lokführer-Diplom erhalten. Jetzt bist du ein vollwertiger Lokführer. Psst, bitte sag jetzt nichts. Lies das bitte nachher. Zeig es nicht dem Minister. Alter, voll schöne Post hier, voll Liebesbrief zugesteckt. Alter, geil, der Tag wird immer besser. Okay, das mit den Bienen am Anfang war natürlich ein Reinfall, aber jetzt? Geil. Wie lange willst du denn noch rumstehen? Du bist fertig hier. Polier deine Lok oder so. Natürlich. Natürlich ist das bald vollkommen egal. Alter, was mit ihm? Alter, alle Leute, die zwei Hüte aufhaben, sind doch verdächtig, oder was?
Alter, was ist hier los, Leute? Ganz im Ernst. Sir, haben Sie das gerade mitbekommen? Eigentlich müsstest du jetzt gehen, nachdem die Zeremonie vorbei ist. Doch zur Feier des Tages darfst du dich noch etwas umsehen. Aber nicht überall, ist das klar? Und du, dünner Typi? Dieser Weg hier führt in der Prinzessin Zeldas Gemächer. Da kann nicht jeder dahergelaufen einfach so rein. Aber ich habe gesehen, dass sie bei dir der Zeremonie einen Brief zugesteckt hat. Sieh mal in deiner Sammlung nach. Es war doch nicht einfach ein Liebesbrief, oder? Nein, guck mal nach, ey, hoffentlich doch. Geil. Prinzessin Zelda, verzeih, dass ich dich so überrumple. Ich habe eine Bitte an dich. Steige auf die Terrasse des Schlosses. Berühre das Kartensymbol unten. Du kannst auf der Karte Notizen machen. Komm zu mir, ohne dass die Wachen dich entdecken. Was zur Hölle? Alter, ich glaube, sie will... Alter, geil, Mann. Cool, hab ich aber entspannt. Dann gehen wir los. Ho! Vor der gute Muster. Vorher noch die originale Herkunft, so hier mit Piratenschwertern und so was. Ja, aber diese Zelda ist halt nicht Tetra. Ihr wisst ja alle, Wind Waker, so kennt man ja, ne? Aber es ist halt echt eine andere Zelda. Anscheinend Tetras Tochter oder keine Ahnung. Das wird alles nicht erzählt. Aber es können ja nicht mehrere Generationen vergangen sein. Es kann ja bloß eine Generation vergangen sein, weil Nico noch lebt. Oder obwohl, man weiß ja allgemein nicht, wie alt Hyrulianer werden. Weiß man das denn? Nee. Und deswegen. Hallo? Was sind Sie denn für einer? Du bist jetzt vom Lehrling zum richtigen Lokführer geworden. Zieh dich hier ruhig ein wenig um. Aber die Zimmer am ersten Stock sind tabu. Okay, aber ich geh mal hier gucken, ne? Ich geh einfach gucken. Aha. Oh, Mützen. Und Betten. Hier pennen die also alle. Und spielen Karten. Und trinken Alkohol, ne? Hier machen wir Wachen unsere Nickerchen. Eine Oase der Stille. Aber denn nicht, dass ich hier schlafe, ja? Überall müssen Wachen aufpassen, selbst im Pausenraum. Pausenraum? Hey, ein Kamin. So, dann noch schnell zum anderen Zimmer und dann gehen wir aber dahin, wo Zelda uns hätte. So, du hast auch was anderes zu sagen. Die Zeremonie ist vorbei, du kannst jetzt nicht einfach überall herumlaufen. Selbst wir Rekruten dürfen noch nicht überall hin, weißt du? Hoffentlich kann ich bald die Prüfung ablegen und vollwertige Wache werden. Das kannst du doch vergessen. So, was ist hier? Bestimmt auch wieder irgendein Wachraum. Tatsächlich. Oh mein Gott. Alter, was ihr da? Die trainieren ja richtig geil. Na? Bevor es Essen gibt, müssen wir 1000 Übungsschläge machen. Ich habe solchen Hunger. 1000 Übungsstriche, ey. Ha, nimm dies. Und das auch noch. Leute, ihr seid ein bisschen weit weg, ne? Angreifen, verteidigen. Nur das musst du wissen. So, sie sind hier der Obermacker, oder wie? Sie sind einfach so ein blonder Bart. Hier bilden wir unsere Wachen aus. Ich bin der Kommandant hier. Mein Name ist Richard. Das hier ist kein geeigneter Ort für einen Lokführer wie dich. Lokführerlein. Richard. Der Name kommt mir auch bekannt vor. So, okay, dann lassen wir die mal hier trainieren. Die richtigen Männer. Mit den richtigen Bärten. Wir gehen einfach auf ein Date mit Zelda. Das ist, glaube ich, sowieso viel mehr wert. Hey. So, duchs. Oh Gott. Warte mal. Dürfen die es jetzt schon sehen oder nicht? Ich glaube eher nicht, wa? Oh Gott, was steht da? Hm? Unbefugt ist der Zutritt zum ersten Stock verboten. Ach komm, sei mal nicht so. Hallo? Hier geht's zur Prinzessin Zeldas privaten Räumen. Ohne Erlaubnis darf sie niemand betreten. Basta! Okay, habe ich verstanden. Aber... Warte, hier komme ich ja nur wieder runter. Warte, können die mich sehen? Oder sind die einfach bloß da? Hallo? Ach, heute ist wieder gutes Wetter. Da macht es Spaß, hier oben aufzupassen. Ja, okay, dann muss ich höchstwahrscheinlich in die einen der beiden Räume da rein. Aber erstmal gucken, was der zu sagen hat. Hallo, Spinner. Was machst du denn hier? Sollst du nicht so rumlungern? Du siehst sehr verdächtig aus. Hm, hier geht's ja noch hoch. So, gucken wir mal kurz hier lang. Erstmal rechte Seite, bevor wir... Okay, es sind zwei Wege, die hier reinführen. Erster Stock. So, ich glaube, jetzt ist es soweit, dass man mich nicht entdecken darf. So, jetzt geht es ja noch höher. Was ist das hier eigentlich? Die Tür auf! Geht nicht. Okay, wartet mal. Oh, wir sind sogar schon richtig. Wow, was war das denn für ein Instrument? Eine Panflöte! Du bist gekommen, Marcel. Hat dich jemand gesehen? Nö. Sehr gut. Hör zu, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Was, ein Musikunterricht, Instrumentunterricht, oder? Ich habe eine Bitte an dich, Marcel.
bring mich bitte zum Turm der Götter. Du weißt sicher, dass der Turm ein wichtiges Symbol dieses Königreiches ist. Ein Symbol für die Kraft der Götter, die uns den Frieden gebracht haben. Er bildet das Zentrum der Schienen der Götter, die unsere Welt durchziehen. Aber aus irgendeinem Grund verschwinden in letzter Zeit immer mehr dieser Schienen. Im Turm muss irgendwas vorgefallen sein. Oh oh, laut Intro-Story heißt es ja, dass immer mehr Fesseln den Dämonenkönig festhalten, also nicht mehr festhalten. Im Turm soll eine weise Frau leben. Sie kann uns vielleicht sagen, wo es was hier vorgeht. Der Minister lässt mich nicht nach draußen, was aus Sicherheitsgründen. Aber das ist nicht der wahre Grund, denke ich. Er verbirgt irgendetwas. Jedenfalls will ich es mir nicht, will er mich nicht zum Turm lassen. Ich habe das Gefühl, dass etwas ganz Schreckliches geschehen wird. Du musst mich zum Turm bringen, Marcel. Ja, okay, Sie sind nun mal die Prinzessin, was soll ich da, kann ich da nicht ausschlagen. Danke, Marcel. Gut, zieh bitte das hier an. Das ist eine Rekrutenuniform. Bald beginnen die Wachen ihre Patrouillen und lassen niemanden vorbei. Aber mit dieser Uniform kannst du dich frei unter ihnen bewegen. Ey, das ist ja mal nice! Du hast die Rekrutenuniform erhalten. Mit ihr lassen die Wachen dich unbehelligt im Schloss rumherlaufen. Zieh sie schnell an. Vor meinen Augen. Oh, Entschuldigung. Ich schaue ja schon weg. Ey, wollte schon sagen. Aber eil dich bitte. Stup! Yeah, passt ja wie angegossen. Jetzt schnell, bevor die Wachen uns sehen. Ich glaube, sie hat doch geguckt. Naja, so, das ist also Zeldas privater Raum. Voll schick, voll groß. Ey, die Panflöte, Mann. Die will ich haben. Hä? Dieses Instrument gehört Zelda. Es besitzt eine mysteriöse Kraft. Wer hat das gesagt? Ah, Link spricht wieder mit sich selber. So, da ist eine Puppe. Zelda spielt immer noch mit Puppen. Ist hier irgendwie ein Brief von ihr oder sowas? Kann man hier irgendwas Interessantes antippen? Ich glaube nicht. Okay. Ey, letzte Mal wieder ein allseits bekannten Uniform-Outfit. Unterwegs. Oh Gott. Die Wachen sind wirklich streng, Marcel. Bitte versuche dich wie ein Rekrut zu verhalten. Die Wachen werden bei einem Rekruten keinen Verdacht schöpfen. Aber wenn sie mich hier draußen sehen, dann gibt es sicher Ärger. Deswegen müssen wir uns so bewegen, dass mich die Wachen nicht sehen. Ich bin immer genau hinter dir. Oh, berühre das Symbol zu meinen Füßen und zeichne eine Linie. Dieser Linie folge ich dann. Überlege dir den besten Weg an den Wachen vorbei. Ah, das ist das Wechselsymbol. Berühre das Symbol, um mich zu finden, falls wir getrennt werden. Rufen. Das hier ist das Rufsymbol. Wenn wir uns getrennt bewegen, berühre es und ich folge dir wieder. Geil, hast du das alles verstanden? Ja. Ich vertraue dir, jetzt lass uns gehen. Okay, okay. So, die Wachen laufen. Alle ein bisschen komisch. Dann, Zelda, würde ich mal sagen... Läufst du erstmal da lang? Okay, es klappt. Oh Gott. Okay, wartet mal. Date wieder zurück. Deswegen. Okay, erstmal wieder dahin. Nein! Verdammt! Halt! Bleib stehen! Oh Gott. Okay, Zelda, komm mit. Die Mucke. So. Dahin. Schnell! Die kommen schon! Ach, ich würde halt gerne da unten nochmal nachgucken, aber geht glaube ich gar nicht, oder? So, warte Marcel, lauf doch nicht so schnell. Mach hinne. Warte doch mal Marcel, willst du mich hier lassen? Nein, dann komm mal mit. So, komm mit jetzt. So, erstes sind wir raus. Oh mein Gott, hier ist alles voll. Hm? Wo zur Hölle? Sieh mal, diese Wache steht nur da und bewegt sich nicht. Du musst ihn ablenken, damit er woanders hinsieht. Zeichne dann eine Linie für mich, damit ich an ihm vorbeischleichen kann. Okay, also wir kommen jetzt gar nicht hier runter. Okay, wartet mal. Dann am besten erstmal lenke ich sie erstmal hier hin. Ups. So, okay. Dann. Guten Abend, Sir. Hallo, Sir. Was willst du hier? Warum schneidest du nicht etwas das Gras, Rekrut? Guckt er mich jetzt die ganze Zeit an? Ich hoffe ja. Ich stelle mich nicht beim Aufpassen. Guckt er mich jetzt die ganze Zeit an? Von der Trottel. Ja, na klar, der kann einfach so vorbeischleichen. Oh Gott, was mache ich denn da? Wartet mal. Nochmal. So. Ist der Bildschirm bewegt sich so nicht so schnell. Oh Gott. Nein. Erstmal dahin. Wie dumm. Stör mich nicht beim Aufpassen, Mann. So, da soll er erstmal bleiben. Ich sagte mir, okay, tschüss. So ein Trottel. So, hier haben wir noch so einen Spinner. So, wo guckt der denn hin? Den muss ich... Ach du Scheiße. Warte, aber der muss ich glaube ich hinter dem sein. So, dam. Hallöchen. Oh, das ist wieder ein Traumwettermann. Halt, ich darf mich nicht so ablenken lassen. Das machst du aber jetzt ist halt schon so, okay. So. Was hast du hier zu suchen, Rekrut? Erstmal dahin.
So ein Trottel. Stör mich nicht beim Aufpassen. Okay. So. Diese Wache scheint mir besonders streng zu sein, Marcel. Ich glaube, den kannst du nicht so leicht ablenken wie die anderen. Kannst du ihn vielleicht dazu bringen, seinen Posten zu verlassen? Soll ich es probieren? Okay. Hallo. Eine echte Wache muss dann auch wachsam sein, wenn sie sich unterhält. Schon beim kleinsten Geräusch renne ich los und sehe nach. Okay, das macht eine gute Wache aus. Ah, den müssen wir also schön am besten mit einem Stein weglocken. Aber Freunde, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen ja echt mit Zelda. Ich würde halt mich gerne noch überall umgucken in den ganzen Räumen und so. Aber, das müssen wir, glaube ich, ein andermal machen, wenn wir wieder zurückkommen. Es wird uns ja alles offen bleiben, trotz alledem. Also, aber bis zum nächsten Part. Das war's erstmal für heute. Ciao!